So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von ABC Fahrzeuge. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir hatten angekündigt, bei 100 Abos auf YouTube gibt es ein weiteres Gewinnspiel. Und mittlerweile haben wir sogar die 130 geknackt. Da muss ich mich an erster Stelle erstmal bei euch bedanken, an jeden, der abonniert hat und der das mit unterstützt. Beim letzten Gewinnspiel hatten wir zwei Tankgutscheine im Wert von je 50 Euro. Oder nee, es waren sogar drei, ne? Doch, es waren drei. Es waren drei Tankspiele. Das war ein Dankeschön, ja. Ja, aber diesmal habe ich mir was Besonderes einfallen lassen für alle Autoliebhaber da draußen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde 3D-Kennzeichen verlosen. Warum? Also ich habe selber auch eins, schon ein bisschen länger. Ich finde die eigentlich richtig cool, ne? Also die machen optisch was her, halten natürlich auch sehr lange. Man kann die von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen, sobald man immer dasselbe Kennzeichen behält. Ich zeige dir einfach mal eins. Das habe ich mir extra anfertigen lassen. Da habe ich auch einen sehr zuverlässigen und seriösen Lieferanten gefunden. Das ist jetzt die normale Version in Matt. Diese Kennzeichen sind auch DIN geprüft, also die sind auf jeden Fall zulässig, deutschlandweit. Also da wird es bei keiner Zulassungsstelle irgendwie Probleme geben, dass die nicht nach der STVZO genehmigt werden können. Wir haben uns gedacht, ist bestimmt mal eine coole Sache, wird den einen oder anderen Autoliebhaber freuen, kann man für sein Auto machen oder halt, wenn man das verschenken möchte an jemanden. Ja, auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, jeweils zweimal so ein Kennzeichen zu gewinnen. Das heißt, es wird zwei Gewinner geben, man kriegt ein Kennzeichen für vorne und für hinten. Klar, ne? Es sei denn, man hat ein Motorrad. Also wir haben die Möglichkeit, PKW-Kennzeichen, das Trotz-PKW-Kennzeichen, Saisonkennzeichen, rotes Kennzeichen, falls ein Händler hier drunter ist und machen möchte, das E-Kennzeichen, H-Kennzeichen, sprich, dass hier hinten am Ende ein E dran ist für ein E-Fahrzeug, Kennzeichen für einen Fahrradträger oder Namens- und Pfandkennzeichen. Das heißt, wenn ihr einfach so ein 3D-Kennzeichen möchtet mit einem Namen, mit einem Spruch oder ähnlichem, ne, könnt ihr euch das auch gerne an die Wand hängen oder so. Ja. Wie gesagt, an erster Stelle soll es natürlich für euer Auto sein. Auf jeden Fall gibt es auch die Möglichkeit, Motorradkennzeichen. Für ein Moped gibt es das auch, also Leichtkrafträder. Und für US-Cars, Quads und LKWs. Ich denke mal, für euch wird an erster Stelle für das Auto interessant sein oder für ein Motorrad. Ansonsten, ja, es gibt die matte Version. Das ist jetzt hier, werden wir gleich mal so ein paar Nahaufnahmen von zeigen. Dann gibt es die Glanzversion. Also diese Buchstaben in schwarz glänzend und ansonsten gibt es noch die in Carbon. Wobei ein guter Freund von mir hat die in Carbon und man sieht da eigentlich keinen großen Unterschied. Von weitem, nur wenn man ganz nah dran sieht, dann sieht man, dass es halt Carbon ist. Von meiner Seite aus gibt es das in Matt. Ich kann euch aber kurz die Preise sagen für die Kennzeichen. Ja, so ein PKW-Kennzeichen kostet bei 3D-Kennzeichen Stück 29,45 Euro für das Matte. Man braucht ja natürlich zwei für Fahrzeuge. Also circa haben wir hier einen Wert von 60 Euro. So, da wahrscheinlich nicht jeder von euch ein Fahrzeug hat, wir haben ein paar Burschen und Burschen unter uns, habe ich mir außerdem überlegt, werden wir noch zwei Amazon-Gutscheine rausholen. Ne? Also ihr habt die Möglichkeit, um es nochmal kurz umzufassen. Es kann vier Gewinner geben. Zweimal wird es das 3D-Kennzeichen geben. Und zweimal Amazon-Gutschein im Wert von je 25 Euro. Was ihr dafür tun müsst, ich glaube, wenn ich jetzt sage, abonniert uns auf YouTube, ist ein bisschen zu viel verlangt, folgt uns auf Instagram, markiert drei Freunde unter dem Beitrag, lasst ein Like da, macht es gerne in die Story, ist jetzt keine Bedingung für das Gewinnspiel, würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr die Seite ein bisschen pusht. Vor allem würde ich mich aber noch mehr freuen, wenn ihr uns auf YouTube weiterhin unterstützt. Macht euch einen Account, das dauert keine 5 Minuten, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann seid ihr auch immer auf den Stand, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und unterstützt damit unsere Arbeit. Wir verdienen da auch kein Geld dran an YouTube. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich mache das hier, um Geld zu verdienen. Davon ist man, glaube ich, noch sehr weit entfernt, dass man da auf YouTube Geld verdienen kann. Ja. Weißt du, was ich für Nachrichten bekommen habe, wo ich einmal gefragt habe? Was denn? Das kam für mich mal. Einer sagt zu mir, mach doch eine Reise. Ja, dann sagt sie mir 100 Euro Gutschein, ist das? Leute, Alter, wenn ich Geld verdienen würde damit, klar, warum nicht gerne, kann man größere Gewinnspiele veranstalten. Aber das wird alles aus eigener Tasche finanziert. Nicht so. Ach so, kurz vorweg.
Gott, schon wieder war ich mir freudig. Das Gewinnspiel wird eine Woche laufen, beziehungsweise Sonntag, den 31. Januar 2021 startet das Gewinnspiel. Die Gewinner werden am Sonntag, den 7.2.2021 zwischen 16 und 18 Uhr bekannt gegeben. Das heißt, bis dahin könnt ihr Gas geben, könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Wie gesagt, ist eine richtig geile Sache, dieses 3D-Kennzeichen, ne, hat einen Wert von der Mathe-Version 60 bis 70 Euro. Kriegt ihr von mir dann zugeschickt. Ihr müsst dann halt nur danach sagen, was ihr da draufstehen haben wollt. Am besten ist es natürlich, das aktuelle Kennzeichen zu übernehmen, was ihr momentan auf dem Fahrzeug habt. Dann werde ich euch das so anfertigen lassen und zuschicken. Und dann müsst ihr nur zur Zulassungsstelle und die Plaketten umkleben lassen. Das heißt, ihr müsst zur Zulassungsstelle fahren, einen Termin machen, zur Zulassungsstelle fahren, die alten Metallkennzeichen aus Aluminium oder Blech, die aus Blech sind, die, ne? Die müsst ihr mit reinnehmen, dann kratzt ihr da die Plaketten ab und kleben die auf die neuen 3D-Kennzeichen drauf. Dann könnt ihr die wieder ins Auto anstecken und somit habt ihr gar keine Probleme. On top gebe ich euch noch Kennzeichenhalter von ABC-Fahrzeugen mit, könnt ihr gerne dran machen. Kostet das was beim Termin, wenn die umkleben? Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Das kann sein, dass es eine kleine Bearbeitungsgebühr gibt, aber dürfte in der Regel nicht mehr wie 10, 15 Euro kosten. Also so, ich glaube, es ist ein Bearbeitungsgebühr von 8 Euro, 7 Euro noch was bei der Zulassungsstelle. Wie gesagt, auf jeden Fall SDVZU, alles in Ordnung, kriegt ihr auf jeden Fall gar keine Probleme, ist DIN geprüft, das passt, hier ist noch ein DIN-Stempel drauf, also braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Ich danke euch auf jeden Fall für den Support. Ich denke mal, ich glaube jetzt seit 3 Monaten mache ich das, ne? Ungefähr. Das ist eigentlich eine ganz gute Resonanz bis jetzt. Also ich bin auf jeden Fall mehr zzufrieden. Klar freut man sich natürlich mal, wenn man mehr Aufrufe hat, wenn man mehr Likes da hat, wenn man mehr Abonnenten hat, aber lasst es euch überlassen. Bis dann.